So, also ich müsste eigentlich mal wieder Kinder töten. Ne, befreien. Aber ihre Big Daddies töten. Dummerweise führt mir so ein bisschen die Muni. Ich würde wahrscheinlich die sämtliche Kämpfe verlieren. Wollen wir einen Autohacker nehmen? Hacken ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ich es schaffe, so. Ja, wir machen Autohacker. WS, es war nicht worth it. Aber wir können demnächst wieder Autohacker herstellen. Wir können ja tatsächlich herstellen. Das ist das Waisenhaus. Dann kommen wir jetzt in die Nähe. Warte mal. Wo konnte man sehen, wie viele Little Sisters es gibt auf einer Map? Das könnte man doch irgendwo sehen. Eins? Es gibt nur eine Little Sister? Hier kommen die her. Hier ist das Little Sister Waisenhaus. Sorry für den Ton. Und hier gibt es nur eine einzige. Wie auch immer. Also lebenstechnisch und energietechnisch bin ich jetzt richtig gut ausgerüstet. Wir hacken hier nochmal ein bisschen. Obwohl, wir hacken das jetzt nicht. Wir hacken das jetzt nicht, sondern erst später. Aber wir gucken hier noch, ob es hier noch irgendwas gibt. Warum hast du mich verlassen? Das einzige ernsthafte Problem, was ich habe, ist die Munition. Wenn ich davon eine Menge hätte, dann würde ich den Big Daddy einmal wegsprengen und mir ein bisschen ein paar nette, wie auch immer man die nochmal nennt, holen. Aber ich könnte tatsächlich ein Foto von ihm machen. Was habe ich jetzt freigeschaltet? Leadhead Splicer. Big Daddy. Und Little Sister, okay. Dann halt das Mietbonus war es. Was genau schießt er eigentlich auf mich? Ah, nichts schießt auf mich. Die Kamera hat nur ausgelöst. Sehr geil. Ionischen Schrot Nummer 2 gefunden. Ich denke, bevor ich aus dieser Map hier rausgehe, werde ich nochmal die Little Sister holen. Dann sollte ich eigentlich gut genug ausgerüstet sein. Aber vorerst lasse ich den netten Herrn erstmal in Ruhe. What the fuck ist los bei euch? Was ist das? Nice! Plasmidbonus plus 15%. Was? Ich krieg gar nicht mal. Oh, sportlos. Sie wägen und schwingen die Rohrzange schneller. Mann, ich müsste mal hier erstmal die Dinger hier kaufen. Ganz ehrlich, jetzt noch die Rohrzange. Aua. Warte mal eben. Warum schießt der fucking Big Daddy auf mich? Nee, ich sterbe jetzt lieber, als dass ich jetzt gegen ihn kämpfe. Ich würde viel zu viel dafür zahlen, ihn zu töten. Das ist nicht drin. Warum genau hat er mich jetzt angegriffen? Ich habe ihn nicht angegriffen. Die einzige Person, die dieses Viech angegriffen hat, waren die dreckigen Gegner. Dann sollte er die angreifen und nicht mich. Verdammt nochmal. Kann einfach nicht sein, sowas. Finde ich nicht fair. Ne. Finde ich nicht gut. Warum glaubst du mir nicht? Oh, welcher Wichs ist denn jetzt schon wieder hier? Ist es immer noch grün? Ja. Das heißt, das ist noch mein Freund. Schmerzen beim Atmen. Warte mal eben, da kann ich helfen. Gerne! Komm einfach wieder! Helf gerne! Da will ich rein, das muss man, kann man doch bestimmt hacken oder so. Gerade kriege ich Damage, wenn ich mich ins Gas da reinstelle. Ja, schieß einmal weg. Solange ich meine Muni nicht verbrauchen muss. Wir leben immer noch. Mann, du bist der schlechteste Bot der Welt. Jetzt kill die einfach. Scheiße.
Es atmet noch, die Idioten. Okay, ein Autohacker. Kann man nicht ducken? Du Wichser, Alter! Ich hab keine Money mehr! Feindverdruck. Alter, ich hab hier aber alles gehackt, ich hab einfach keine Chance! Ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein, ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Etwas ungünstig wäre jetzt, wenn das Ding dann Alarm auslöst, dann würde es mich nämlich wahrscheinlich töten. Okay, wir gucken mal eben. Ich habe ja mittlerweile eine Menge Muni gefunden. Also vielleicht bin ich sogar mittlerweile drin, ihn töten zu können. Ich habe 20 panzerbrechende Gewehrkugeln. Ich würde sagen, wir probieren das einfach aus. Wenn alles richtig funktioniert, dann müsste ich ihn einloggen, hier rüber rennen, die Kamera löst aus, dann kommen noch ein paar Bots und helfen mir. Und dann ist der Typ quasi tot. Warte. Kann es sein, dass der gar keinen... Und da ist der Feind. Kontakt. Wie ich ihn wollte. Aber es war nicht sinnvoll. Ich dachte, ja, er ist alleine. Der hat gar keine Liste dabei gehabt. Scheiße! Nicht zu Ende durchdacht, würde ich da mal sagen. Mann, dass das jetzt schon wieder mein Fehler war. Ich habe den so schön erledigt. Es hat genau nach Plan funktioniert und dann war es einfach dumm, ihn zu töten. Das war so ein billiger Kill einfach. Der greift mich an. Der Gegner ist tot. Wer auch immer der Gegner war, würde ich sagen. Liegen hier noch irgendwo Leichen, die ich einsammeln kann? Okay, ganz ehrlich, wir müssen weiter. Bringt nichts hier auf ewig zu bleiben. Leider können wir nicht bleiben in der... Hier wo es sicher ist, kann ich nicht bleiben, das ist wieder klar. Nach 10 Jahren auf dieser Müllhalde habe ich mich an einen sehr niedrigen Lebensstandard gewöhnt. Aber selbst in einem Familien-Aquarium braucht ein Prinzipien. Dieser erbärmliche Trudekühl drüben in der Whirly Winery schüttet jetzt Wasser in seinen abscheulichen Wein. Wasser! Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet, Pierre, keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Es könnte schlimmer sein. Ich könnte einfach mehr Wasser nehmen. Keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Ich habe irgendwie einen Bug, kann es sein? Ich höre jetzt immer, wenn ich irgendwas anhöre, höre ich das jeweils letzte auch nochmal. Das muss doch nicht sein, so ein Bug. Ich halte sie fest. Ja, stelle ich easy her. Kann ich mir richtig easy leisten. Mann, ich will das aber nicht hören. Ich habe mir das schon angehört. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein, ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Das ist Bullshit. Warum höre ich das jetzt alles doppelt? Diese Game, wirklich so verbuggt.
Oh, rauchen wollte ich nicht. Rauchen ist ungesund, ja? Das ist das Heim. Schenken Sie Ihrer Kleinen in schweren Zeiten ein sorgloses Leben. Unterbringung und Unterricht sind gratis. Kinder sind schließlich Raptures Zukunft. Hier ist irgendwo... Schon wieder ein Big Daddy. Nice, nice. 40 Patronen, nochmal 20 Patronen. Es beginnt. Es wird alles besser. Pecan Pie? Ne, Pecan Bread Pudding. Okay. Hier war ich noch nicht. Okay, und das wird jetzt gar nicht abgespielt, oder was? Mann, jetzt mal ernsthaft. Was soll ich machen? Soll ich kurz den PC neu starten? Soll ich kurz das Spiel neu starten? Das ist halt ein Bug und der wird wahrscheinlich weggehen, wenn ich neu starte. Ja, ich würde sagen, ich starte ganz kurz neu. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So. Wo ist der Typ? Oder die Typ? Unten sieht es leer aus. Hier kann ich erstmal gucken, was es so gibt. Es geht wieder. Eines der Mädchen kam und setzte sich auf meinen Schoß. Ich habe sie weggestoßen und geschrien: Hau ab! Ich sehe, wie ihr das Adam grün und dickflüssig aus dem Mundwinkel quillt. Die dreckigen Haare, die ihr ins Gesicht hängen. Die schmutzigen Klamotten. Und dieses tote Glimmen in ihren Augen. Da empfinde ich Hass. Wie noch nie zuvor in meinem Leben. Bitterbösen Zorn. Ich kann kaum atmen. Und auf einmal wird mir klar, dass es nicht das Kind ist. Was ich hasse. Was haben wir gerade für eine Waffe ausgerüstet? Die falsche. Wir gehen gleich wieder raus und so wie es so, sich so anhört, sind ein paar Gegner, die uns nicht mögen werden. Mom? Ja. Nein, hier ist nichts. Ich hab mich schon blöd gesucht. Hört Gott nochmal. Ist das ein Teenager? Der erste Teenager bisher? Versuch's, Mr. Ryan. Urteilen Sie bitte nicht vorschnell. Versuchen Sie es mir besonders schwer zu machen? So. Billig war der Angriff nicht. Aber die sind erstmal alle tot. Meine Kamera ist noch schön hier. Hat sie hier noch irgendwas umgebracht in der Zeit? Nein. Dann geht's wieder weiter. Ich glaube in die falsche Richtung. Jetzt könnte man das eigentlich gut hacken gerade. Für die paar Leben, die wir dafür mitbekommen werden. So, ja, ja, das ist alles schon gut. Das hier brauche ich noch. Das hier. Hallo? Das hier. Das hier und das da. So. Dann kann ich mir eigentlich noch die 10. Wir haben jetzt gerade 270, so. Da kann man auch einfach mal Geld zahlen. Okay, dann gehen wir jetzt hier lang, wo wir lang müssen. Jetzt mal in die richtige Richtung. Komme ich hier nicht her? Muss ich jetzt wieder zurück? Der Parasit verbreitet ständig Gerüchte. Fontaine ist tot.
Rapture lebt. What the fuck? What the fuck? Sind das Bienen? Feindkontakt! Ein positiver für mich. Jetzt sind er das Drecksgegner. Da sind fucking Bienen! Ah, das hätte man auch erkennen können, ja. Das ist das Bienenhaus, okay. Für so leicht durchschaubar hältst du mich also. Das war jetzt der Alarm. Ich schicke dir vor, Onkel! Als ob er daran nicht gestorben ist, dass ich da jetzt noch zweimal schießen musste. Ich hatte gehofft, dass er irgendwie noch stirbt. Das ist der behindertste Alarm der Welt. Oder hat er hier noch irgendwas umgebracht? Okay, ganz ehrlich. Panzerbrechende Matronen haben wir nicht. Okay, dann kann ich die auch direkt lassen. Ich würde sagen, wir versuchen mal diesen Kommissar Bubbles. Hä? Ist der noch voll live oder wie? Warte mal eben, habe ich schon ein Foto von ihm gemacht? Ich hoffe nicht. Ne, habe ich noch nicht. Sehr gut, dann kann ich ihn jetzt aber... Ich greife ihn jetzt an. Wahrscheinlich ist es dumm und deshalb speichere ich. Ach, warte mal eben. Völlig vergessen. Was ich immer mache, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll. Sorgloses Leben. Unterbringung und Unterricht sind gratis. Kinder sind schließlich Raptures Zukunft. Das war eine Alysis, dass sie es hier gibt. Danke. Danke. Oh, sie haben wir auch geholt. Und ein Gummischlauch. Was ist das da? Das ist eine Granate, okay. Ich laufe da lieber nicht hin. Ich weiß nicht, ob ich die einsammeln kann oder nicht, aber ich versuch's lieber gar nicht erst. Wir haben ihn tot und wir haben gar nicht so viel dafür gezahlt. Das ist eigentlich echt alright. Wir gehen dann mal ein bisschen weiter. Also wir haben halt eine Menge Granaten gezahlt, das muss man mir lassen. Schon wieder Big Daddy. Hä? Hier muss ich lang gehen. So, jetzt aber endlich mal dahin, wo ich auch hin muss. In diese fucking Bienen. Ich will nicht zu den Bienen. Boah, wie viele Gegner laufen denn hier immer lang? Dieser Damage-Buff, der ist echt gar nicht bad, oder? Was denkt ihr? Kommt mir das nur so vor oder mache ich echt immens viel mehr Damage? Wieso tragen sie diese Masken? Vielleicht erinnert sich ein Teil von ihnen daran, wie sie einmal ausgesehen haben. Sie schämen sich. Vielleicht ist es auch ein Schutz gegen... Aha, das ist wieder eine Kamera. Erstmal hacken. Danach sehen wir weiter. Was kommt da hin? Was kommt da hin? Das kommt da, da. 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 Und noch ein gratis. Dankeschön.